Spielleitung und Handwerker in einem. Ah, Tor wieder fix. Und es geht weiter mit Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Haben sie sich fest? Sind sie zu dicht auf der Abwehr drauf? Kommen dann nicht mit Druck? Eine Variante gespielt, aber da war Julia Grünwald noch gar nicht richtig da für den Pass von Theresia Meissner. Und passives Spiel angezeigt. Oh, der war noch gefährlich, der abgefälschte Ball von Jule Schiller. Und gutem 1 gegen 1 durchgesetzt von Sarah Dühl zum Ausgleich, 16:16. Oh, man muss Schwerin jetzt aufpassen, dass sie da nicht so einfach in Konter laufen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. Da hatte sich Wismar dann ein bisschen abgesetzt. Aber man sieht ganz klar den Stand. Und da ist Theresia Meissner völlig frei und sie macht das Tor. Da zeigt sie eben noch an mit beiden Händen, ich spiel noch her, ich bin noch völlig frei. Bekommt den Ball, macht den dritten Treffer in diesem Spiel und bringt Grün-Weiß-Schwerin hier wieder in Führung. 17:16. Und dann muss man mal dazu sagen, dass die zweite Mannschaft von Wismar vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube 3 Jahre ist es her, dass sie hier gegen die erste Mannschaft gespielt haben von Grün-Weiß-Schwerin. Da sieht man auch, was für eine Entwicklung dann Schwerin genommen hat mit der Nachwuchsarbeit, dass die A-Jugend hier hochkommt und sich jetzt mit der zweiten Mannschaft von TSG Wismar messen kann. Jetzt heute. Freiburg, passives Spiel auch hier angezeigt. Kommt es, genau das, was ich gerade schon einmal sagen wollte. Und dann haben wir schön durchgesetzt und das Tor für die TSG Wismar durch Sarah Dühl. Ihr 5. Treffer. Jetzt schön schnell gespielt, Sarah Bischoff. Eigentlich richtig mit dem Aufsetzer durch die Beine durch. Aber ein bisschen zu kräftig. Jetzt hat er fast durch die Wand geschlagen. 17:17 bleibt es. Es bleibt das spannende Spiel. Aber es ist mir ein bisschen zu leise da hinten bei Grün-Weiß. In der Abwehr, im Abwehrverbund. Und Pia Zibur mit der Führung für die TSG Wismar. Und Julia Grünwald. Und die 2-Minuten-Strafe obendrauf. Ja. Und es gibt die 2-Minuten-Strafe gegen Wismars Nummer 3, Anja Klemann. Und das ist die 2. in diesem Spiel. Ja, Steffen sagt es gerade. Wurfauswahl ganz gut bei Sarah. Aber auch mal die Variante nehmen, über die Schulter oder über den Kopf. Dafür ist die Torhüterin geworden. Ja, der 2. Treffer per 7 Meter jetzt von einer Linke zum Ausgleich 18:18. Ja, man muss natürlich auch als Werfer ein variables Wurfbild haben, sonst ist man zu leicht ausrechenbar vom Torwart. Ja, das ist richtig. Man sollte schon ab und zu die Höhe verändern, die Ecke wechseln.
Und das hat man ja auch vorhin gesehen bei Jule Grünwald, die dann einfach mal die Ecke gewechselt hat beim Konterlauf und die Torhüterin damit schön verladen hatte. Und oh, jetzt ist es wieder. Gedacht, sie hat sie gar nicht mehr gesehen. Julia Grünwald zum 19. Fast schon 18. Der Pass zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, damit Julia Grünwald sicher wieder einnetzen kann. Ihr siebter Treffer in diesem Spiel. Der fünfte oder sechste wahrscheinlich über die Kontersituation. Ja, zum 19 zu 18. Heißt also auch da hat Wismar große Probleme beim Zurücklaufen, beim Zurückarbeiten in die Abwehr. Ja, Jule Grünwald, die ja jetzt auch als 5-1-Situation hier spielt. Vorgezogene Spitze spielt, genau. Versucht frühzeitig einen Pass zwischen den halben Aufwärtsspielern zu unterbinden. Und ist immer frühzeitig rausgerückt und hat da immer viel Raum. Hat sicherlich dadurch 1-2 Meter Platz, richtig. Und jetzt gibt es gelbe Karte, 2 Minuten Strafe, oder? Gegen Katrin Hilger, die hat nämlich schon 2 Minuten gehabt. Zweite, genau. Und da kann man natürlich keine Gelb mehr geben, auch wenn sie die gelbe Karte selber nicht hatte. Und das Anraten von Kollegin Julia Hade, sie sollte doch zum Wrestling übergehen. Sollte vielleicht den Sportart wechseln. Ganz so will ich das nicht sehen. Und Franziska Rassel mit ihrem achten Treffer zum Ausgleich. 19 zu 19. Den Ball geholt von Julia Grünwald. Und da sagt Steffen auch, gut geholt. Das heißt, sie holt den Ball aus der Versenkung, sonst wäre er weg gewesen. Und so bekommt Schwerin hier noch den Freiwurf. Und das ist ja wichtig in Unterzahl auch, dass die Zeit runterläuft, dass man wieder auffüllen kann. Und das war nicht gut geguckt von Theresia Meissner. Hat sie Glück, dass sie da jetzt den Einwurf bekommt. Der Pass auf Grünwald war schwierig und ich warte eigentlich jetzt auf das passive Zeichen. Und auch da nah am Stürmerfoul. Passives Spiel angezeigt. Und jetzt muss Theresia Meissner da selbst gehen. Und sie macht das Tor. Da musste sie selbst gehen, auch wenn sie die Finte antäuscht, wenn sie den Pass nochmal antäuscht auf Maria Kloth. Da hätte es war wohl den Pfiff für passives Spiel gegeben. Sie musste selbst gehen, nutzt den Wurf und macht das Tor zum 20 zu 19 in Unterzahl. Und dann hatten wir den Ball eigentlich schon und dann ist er wieder weg. Und das Tor von Pia Zibur. Ja, eine super spannende Partie jetzt. Es geht hin und her. 20 zu 20. Ich glaube, Steffen schwitzt auch. Der schwitzt unheimlich. Ja. Und jetzt nimmt man noch einen raus. Maria Kloth nimmt man jetzt raus. Für dieses Unterzahlspiel zumindest. Jule Schiller. Ah, Mädchen machen einen zweiten Schritt, springen ab. Genau, das sagt Steffen nämlich auch gerade, weil ich sage, mach noch einen Schritt mehr, spring ab. Dann machst du auch sicher ins Tor. Und das Tor jetzt für die TSG Wismar, die Führung für die TSG Wismar durch Sarah Dühl, Treffer Nummer 6. Theresia Meissner, schönes Kreisanspiel auf Katrin Hilger. Dann kriegt die nicht ganz gefangen, aber schöne Variante, war nicht so offen zu sehen. Aber Katrin bindet zwei Gegenspieler, auch die Lücke wäre für Tinna da gewesen. Verantwortung abgegeben. Obwohl das Mädchen ja nur jetzt Selbstvertrauen haben sollte, hat er schon zwei, drei gute Szenen gehabt. Schön an den Kreisanspiel. Das war klasse gespielt. Durchgespielt, die Lücke gemacht und Jule Schiller mit dem Kreisanspiel auf Katrin Hilgert. Ausgleich. Ich glaube, Wismar hat sich das hier auch einfacher vorgestellt. Wismar spielt jetzt mit zwei Kreisläufern. Nee, aufgelöst. Haben da einfach den Kreisläufer gewechselt jetzt. Haben wir jetzt Janet Nagel am Kreis. Und Sarah Bischoff mit der Hand dran, Einwurf für Wismar. Und der Ball ist weg. Und diesmal kein wirklicher Konter, jetzt mit der zweiten Welle versucht ein bisschen Druck auszuüben. Und der drin. Der ist drin, Maria Kloth. Mit dem ersten Treffer. Mit dem zweiten. Zweiter schon, okay. Zum 22 zu 21 und jetzt auf der gleichen Seite versucht Wismar dasselbe
Und Laura Fischer. Und der ist bei uns. Super. Ja, ich glaube, du könntest auch ins Tor gehen. Sah gut aus. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob der Kameramann das drauf hatte. Er hat es drauf gehabt. Ganz aber ich kann mir Steffen fragen, ob er mich da nochmal ins Tor stellen würde. Aber ich glaube, ich habe eine gute Konkurrenz mit Laura Fischer. Und jetzt mal Julia Grünwald mit dem Treffer. Ja. Und ich glaube, den Ja-Schrei haben wir drauf von Steffen Franke. Hier direkt vor uns. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Springer Mädels aus der Kabine kommen und an sich selbst glauben. Und wisst mal so ein bisschen, ja, in der Problemzone steckt. Ja, man hat es gerade gesehen bei Franziska Rassel, doch sauer den Ball weitergibt. Ja. Sehr unzufrieden mit dem Spiel ihrer Mannschaft. Mit ihrem eigenen wahrscheinlich auch. Und dann macht sie aber selbst das Tor, setzt sich da schön durch am Kreis. Bereits ihr 9. Treffer in diesem Spiel. 23 zu 22. Aber es war schön zu sehen, eben Gegentor bekommen, aber Juliane Schiller mit einem Lächeln auf den Lippen. Und eben die Situation von der Franziska Rassel, da weiß man ganz genau, was hier Phase ist. Sie setzt es um, was ihr Trainer zu ihr sagt. Ziehe das Ding über die Schulter, über den Kopf. Und das Ding schlägt ein hinten wie eine Bombe. Dritter Treffer. Und jetzt auch noch in der Abwehr, super aufgepasst, passt abgefangen. Ja, wenn man immer so auf den Trainer hören würde. Ja, ab und zu soll das Wunder bewirken, genau. 24, 22. Torwart wechselt zurück. Ja. Bei den Wismaranern. Ulrike Schwarz jetzt wieder im Tor. Heidrun Rose konnte nicht so viel bewirken für Wismar. Und der Ball dann auch am Tor vorbeigeworfen von Silke Pöschke. Und die Möglichkeit hier sogar mit auf drei Treffer wegzuziehen für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, offen. Das war klasse gemacht. Theresa Meister zieht rein, macht die Lücke für Jule Schiller und die nutzt sie zum 25 zu 22. Aber sie hat es auch früh erkannt, dass die Torhüterin gewechselt wurde, hat gleich wieder auf ihre Schwachstelle geschossen und macht dort natürlich auch den Treffer mit dem Aufsetzer. Jetzt wird auch mehr geredet in der Schweriner Abwehr. Diese Tore geben jetzt unglaublich Auftrieb hier. Und sie ziehen Wismar jetzt auch so ein bisschen in den Zahn, wo das vorher noch viel besser aussah im Angriffsspiel der TSG. Sieht es das jetzt nicht mehr. Und die Auszeit. Ja, relativ frühzeitig. Aber notwendig, würde ich behaupten wollen. Ja, wenn man schon in der ersten Halbzeit mit 4-5 Toren teilweise vorne liegt und jetzt mit 3 hinten liegt, sollte man sicherlich nochmal die Mädchen ins Gebet nehmen, sie nochmal an ihre eigenen Stärken erinnern, auf Fehler hinweisen und hoffen, dass das die positiven Impulse jetzt nochmal umgesetzt werden. Für Springer Seite hoffe ich natürlich, dass die Springer Mädels so weitermachen und Wismar sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt. Und eben hat Steffen gesagt, wir können das ja hier hören, Präsenz zeigen, sagt